Liebe Katrin. wir. Also Pony reiten und. So, was wir in unserem Fleisch. Klettisch vom Pony reiten. Genau, klettisch vom Pony reiten. Also, du bist auch noch am Mikrofon? Was nicht alles lesen können. Fankontakt ist uns wichtig. Ich persönlich pflege den Fankontakt auch sehr. Auch aber auf andere Weise. Auf ich pflege ihn auch oft auf Hotelzimmern. Auch eine gute Variante. Nein, also ich würde sagen, es muss ja schon beistimmen. Also mir kann keiner erzählen, dass man immer nach dem Charakter geht. Also grundsätzlich ist man ja auf einer Party und man sieht natürlich erst irgendwie den Körper. Mann, so. Ja, also so, ich gucke natürlich erst, okay, die schöne Augen, ja. Schöner Arsch, so alles. Man sieht ja, man guckt ja natürlich immer erst aufs Aussehen und dann lernt man sich kennen. Und wenn das denn nicht stimmt, ja, dann ist Pech, dann kommt dann ist das halt und das immer, ja, dann, ja, aber nee, und Kinder kriegen muss nun ganz und gar nicht sein. Ja, doch, auch. Also so ein, zwei Kinderchen. Also ich möchte eigentlich zuerst den Jungen und dann das Mädchen. Echt, du bist erst ein Sohn? Und dann 4 Jahre Unterschied, damit der große Junge immer auf die kleine Schwester aufpassen kann. Aufpassen. Aber erst, wenn ich so ungefähr 40 bin. Und dann mit meiner 23-jährigen Freundin. Plateauschuhen? Ja. Plateauschuhen? Nein! Hast du das Buffalo an? Ja. Oh Gott, das ist okay. Das kann ja sein. Du bekommst jetzt hier auch so ein Däumchen, genau wie dein Bruder. Und rot heißt ja, bin ich. Ich stimme damit überein. Ja. Und wenn ihr blau zeigt, dann heißt das, nee, bin ich gar nicht. Also ich stelle euch eine Frage und mal gucken, ob ihr das Gleiche sagt. Ne? Rot ist richtig und blau ist falsch. Ja, rot ist ja, ich bin zum Beispiel flippig und blau ist, nö, ich bin ruhig. Achso. Okay. Weißt du? Also fangen wir mal an. Die erste Frage, bist du romantisch? Jetzt bist du? Also wenn ja, dann zeigst du. Das heißt, bist du. Okay, dann genau da rein. Was hat er denn? Ach, das ist, passt schon mal sehr, sehr gut, nämlich gar nicht. Nein, nicht luschern. So, nächste Frage. Hast du schon mal einen Liebesbrief geschrieben an eine Dame? Ach ja. Habt ihr beide? Okay, das stimmt schon mal, das ist sehr gut. Kocht ihr? Dann könnt ihr kochen. Beide, weil das ist ganz wichtig. Soße kochen. Ja, aber das ist ganz wichtig, Frauen stehen darauf. Ja, ansonsten. Frauen finden das ganz toll, ne? Wenn Männer kochen können. Dann sagt die Wahrheit. Also Jungs, jetzt sagt mal schön nein, ihr beiden. Oh, okay. Aber es stimmt überein, beide sagen nein. Ja. Mögt ihr gern so Kuschelabende, vielleicht auch mit der Band, einfach auf dem Sofa. Also einfach so Kuschelabende, steht ihr so da drauf? Mit DVD und so. Mit DVD, mit Jungs, Mädels, alles was da gerade steht. Ich mach so die Mitte. Ich bleib manchmal. Mal Hümerhot. Ja, genau. Okay, gut, das stimmt aber nicht überein. Dann, wichtige Frage, bist du treu? Nein. Und noch eine ganz wichtige Frage. Mädels, das wollt ihr auch alle wissen, ganz bestimmt. Trägt ihr Tennissocken im Bett? Nein. Okay, beide nicht, das ist sehr gut. Dann gucken wir uns jetzt mal einen wunderschönen Clip an. Wir haben jetzt die beiden ein bisschen besser kennengelernt. Andere Zeile, die mir so ins Auge gesprungen ist. Ne? Und dann habe ich meinem Bruder die Freundin ausgestattet. Das ist gelogen. So. Das ist gelogen. Nein, das ist nicht gelogen. Und zwar, gelogen. Wir haben uns ja, Tom hatte so ein Mädchen, mit der hat er seinen ersten richtigen Kuss ja, gehabt. Ja, das war nicht ausgespannt. Und den Tag danach hab ich sie dann gehabt und hab mich mit der geküsst. Ja, und dann hab ich aber das war nur, weil ich praktisch ihm meine abgelegte überreicht habe. Ich hab gesagt, gut, nicht zu viel, aber ich auch mal knallt, damit aber du dich auch mal küssen kannst. Ey, komm, kriegst meine. Nee. Und immer wenn ich dieses Gefühl habe, dann versuche ich gegen anzukämpfen. Aber es ist stärker als ich. Hör mal, ich finde doch alleine zum Auto. Ist echt kein Thema. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann will ich einfach nur noch tanzen. Frei, bis du selbst bist. Frei, wenn du selbst bist. Frei. Nein, passe doch noch.
bisschen Schiss, oder? Quatsch, das ist doch Tokyo Hotel, da reagieren alle Frauen so. Okay, das macht Sinn! Stopp mal. Junge, du machst dich ein bisschen zum Ei. Willst du nicht woanders tanzen? Nee, wollen wir mal unsere Hardkante tanzen. Pass auf, wir respektieren das, was du machst. Du kannst nicht tanzen, nicht singen. Du musst aussehen, sprechen wir echt nicht. Aber pass auf, da hinten ist ein stilllegender Parkplatz. Da ist keiner. Ich würde das empfehlen zu üben. Das ist für dich besser, für uns übrigens auch. Pass mal auf, ich habe jetzt das Gefühl, ihr wollt mich verarschen. Nee, auf gar keinen Fall. Sieh zu, dass du landest, wenn es echt. Ihr meint das jetzt ernst? Ja, definitiv. Dann ist der Parkplatz. Olli, du hast gehört, was die Jungs gesagt haben. Jetzt hau endlich ab. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Jungs, ich kenne das aus dem Fernsehen. Er wird jetzt nur zum Kevin. Ich will tanzen! Ich will tanzen! Der Typ nervt. Vollidiot. Ach Jungs, spielt doch bitte nochmal für mich. Bedingung ist, wir dürfen danach an dir rumspielen. Spielt einfach! Ja, machen wir das. Alles okay? Hey, Schatz, du hast nur geträumt. Olli. Komm, lass uns gehen. Ich habe nämlich auch, ihr kriegt ja direkt dann auch so Bezeichnungen von der Zeitung. Hier zum Beispiel Gustav, ja, ist der smarte Denker, das bist du. Tom ist der crazy Freak. Mhm. Ja, und Bill ist der coole Rebell, der sich heimlich im Nacken ein Band-Tattoo hat stechen lassen mit 14. Das ist natürlich relativ geschickt, wenn man das heimlich im Nacken macht. Mhm. Und Georg ist der stille Checker. Ja, aber ja. Sie haben meins und Georgs vertauscht hier, sehe ich gerade. Also eigentlich bin ich der stille Checker. Ja. Du warst auch derjenige, wo es hieß, du hättest schon mit 25 Frauen was gehabt, oder? Du bist aber einer von den schnellen Sorten. Ja, ich lese morgens immer die Bild-Zeitung und dann denke ich so, ups, der junge Herr, 25, knick-knack. Knick-knack und weg. Da ist auch nichts dran, ne? Oder möchtest du darüber jetzt nicht reden? Also, ich bin da ganz offen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin der Baff, weil du bist auch der Erste, der mich darauf anspricht. Echt? Ja. Weil das stand so in der Zeitung. Aha! Ja? Willst du etwa damit sagen, die Bild-Zeitung schreibt manchmal nicht die Wahrheit? Das hast du gesagt. Also das ist ja. Ich muss dir sagen, ich habe nicht mitgezählt, also ich kann das jetzt nicht sagen. Also, es können mehr sein, es können weniger sein, ich weiß es nicht. Oh! Oh. Hui. 25 nicht mitgezählt, ja. Man hört dann einfach irgendwann auf, ja. Aber nicht jedes Mal zählt als neue Frau, das ist klar, ne? Ja, das ist klar. Ja. Daher geht's zur Tourvorbereitung in geheimer Mission nach Osnabrück. Du machst hin, Leute, ich will ins Auto, mir ist kalt. Ja, wo ist das was an? Hier, von Trolli, das sind die Dinger, diese komischen Cheeseburger, die sind so geil, die sind so die schmecken so künstlich, so geil künstlich, oh, ist herrlich. Das sehe ich so verfressen aus, nur weil der Bill da hinten, der schon wieder draußen gespricht wird, Verrechnungen dann macht. Aus, die Scheiße. Funktioniert. Jungs, kleiner
thematischer Übergang. Wer macht eure Wäsche, wenn es nicht die Mutti macht? Dann das Hotel. Die, so. Ja, gut. T-Shirt zusammenlegen? Macht ihr das auch selbst? Waschmaschine auch rein, 40 ja, doch, Grad, 60 Grad. Wenn das schnell gehen muss, ja. Ja. Könnt ihr auch T-Shirts zusammenlegen? Ja, ich kann das gut. Dann versuch mal. Ja, weil das ist jetzt ein bisschen kleiner, das ist ja, das Problem. Warte. Das ist ja ein bisschen kleiner, meine sind ja immer so ein bisschen größer. Das ist, guck mal. Achso, warte mal, jetzt muss ich noch hier, ne? So, guck mal. Nee, ich mach das anders. Ja, mach du gleich mal, weil guck erst mal, Anna? Wie dein Bruder das macht. Super. Ja, aber super! Ich krieg eine Gänsehaut. Nee, aber meine T-Shirts sind ja kleiner, von daher. Meine sind doppelt. Von daher mache ich mach das eigentlich, ich mach das gleich, ich hab hier meine ganzen Sender voll und die bauen hier alle rum. Also ich mach das immer so, ich falte das so gleich ein, also. Ja, ich nehme die Hose. Also so. Ja, was ist das? Und nochmal so. Na, das ist scheiße. Nee, aber das passt doch auch, gucke. Ja, sehr gut. Also, meine Damen und Herren. Speziell die Damen. Die Jungs können nicht nur singen, sind nicht nur erfolgreich, nicht nur nett, sondern im Haus auch noch, oder? Ja. Zumindest was T-Shirt zusammenlegen, absolut zu gebrauchen. Nudeln kann ich auch kochen. Das Nudeln? Ja. Mit oder ohne Soße? Fertigsoße. Oh. Also ich mein gut, die Fertigsoße. Ja, aber... 12.000. So, die Leute, die am meisten arbeiten und die ganze die ganze Kohle irgendwie reinholen, die kriegen den kleinen Zimmer. Ja, guck sie an, die anderen haben alle viel größere Zimmer. Ja, nix ist hier. Das stimmt allerdings. Die Wanne ist der Hammer, darin kann man gar nicht liegen. Guck mal, die ist so klein, da sieht man echt, das ist echt ein Tokyo-Hotel, das ist nur für kleine. Die anderen haben übrigens nur ein Einzelbett, ich brauchte aber ein Doppelbett, weil ich einfach so viel hart und so hart arbeite und da muss ich immer ein schönes Bett hinlegen. Ich brauche viel Platz. Ich musste heute um 8 Uhr früh aufstehen und die anderen haben so schön ausgeschlafen, waren gestern noch feiern. Ich musste ins Bettchen gehen, weil ich um 8 Uhr aufstehen musste, nur damit die Band weiterhin erfolgreich ist. Das liegt ja natürlich nur an dem hervorragenden Sänger und vor allem auch, dass ich so gut aussehe. Ne? Georg nickt gleich.